ist das Messer scharf. Ja. Ich muss hier erstmal den Einstieg finden. Aber das hast du super geschärft. So ein schöner Rücken. Ja, der ist ganz zart. Und dann richtig schöne Farbe und schönes Fleisch. Hilma bereitet schon mal das Gemüse für den Rehrücken vor. Sellerieknollen, später noch Lauch und Möhren. So, jetzt setze ich schon mal den Sud an. Ach, das kann ich hier auch schon mitnehmen. Die kleinen Stückchen, die hier so übrig bleiben, die können auch schon mit angebraten werden. Den Knochen kann ich da auch schon mit dazulegen. Der kann noch ein bisschen mitbrutzeln. Außerdem gehören noch Salz, Pfeffer und 4 Lorbeerblätter in den Topf. Ich brate einmal das Gemüse und den Knochen ein bisschen an, damit es einfach ein schönes Aroma gibt als Grundlage für eine richtig gute Soße und für einen schönen Sud. Ja, du kannst loslegen, langsam. Jetzt kannst du alles reintun. Gut. Ja, perfekt. So, bitte. Ganz still in der Küche. Genau. Guck mal, jetzt sieht es doch schon lecker aus. Jetzt haben wir schon ein bisschen braunen Sud hier drin. Das kommt von dem Anbraten. Sehr schön. Dann kann es schön vor sich hin köcheln. So bei kleiner Flamme. Ein Glas Rotwein verfeinert den Sud noch. Der Rehrücken wird nun von allen Seiten kurz in der Pfanne angebraten. In guter Butter. Ja, so mögen wir das eigentlich am liebsten, ne? Einfach nur so ganz pur. Ja, das können wir jetzt mal umdrehen. Der darf natürlich nicht jetzt durchbraten. Ja. Noch einen kleinen Augenblick und dann legen wir ihn in die Auflaufform. Silke gibt den Bratensaft mit in die Auflaufform, damit das Fleisch nicht austrocknet. Perfekt. Der Rücken vom Reh wird im Ofen bei nur 90 Grad eine halbe Stunde lang zart gegart. So. Upsasa. Ja, prima. So, dann lass uns mal den Salat fertig machen. Gut. Jetzt wird die frisch gepflückte Brunnenkresse verarbeitet. Denn länger als einen Tag hält sie sich nicht. Und natürlich gibt es bei der Erdbeerfamilie Erdbeeren zum Salat. Darf ich auch mal ein Stück Erdbeere? Ja, aber nur von der Seite hier. Nur von denen? Mhm. Genau. Ich probiere mal gleich die Kresse dazu. Oh, das ist eine wunderbare Kombination. Mmh. Wenn wir jetzt die Erdbeeren da noch an den Rand legen, das sieht bestimmt total schön aus mit der blauen Schale. Ja. Wir werden immer gefragt, ob wir uns nicht mal satt gegessen haben an Erdbeeren, ob es nicht irgendwann mal reicht. Aber es sind nur 6 Wochen im Jahr, wo wir wirklich, oder 8 Wochen, wo wir wirklich Erdbeeren haben. Und man kann von Erdbeeren nicht genug kriegen. Das geht einfach nicht. Und wenn man nicht mit Leidenschaft seine eigenen Produkte verspeist, dann braucht man auch keine Erdbeeren anbauen.